Roland Weissert will die Energiewende in seine eigenen Hände nehmen. Sein Dieselauto fährt jetzt schon mit umweltfreundlicherem Recycling-Diesel, den er auch an seinen Tankstellen verkauft. Der Recycling-Diesel wird aus Abfallfetten, zum Beispiel aus der Fischindustrie, hergestellt. 20% kommen von Pflanzen, die extra dafür angebaut werden müssen. Noch ist der Umweltkraftstoff aber nicht zugelassen. Deshalb hat Roland Weissert seine eigene Autoflotte zu einer Art Feldversuch angemeldet. Er tankt jetzt den 16 Cent teureren sogenannten Care-Diesel mit Ausnahmegenehmigung und nimmt Mehrkosten von rund 35.000 Euro im Jahr in Kauf. Denn er will zeigen, es funktioniert. Es gibt den Ausspruch eines Politikers, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel erlebt und die letzte, die was ändern kann. Und ich sehe das auch aus Verantwortung für unsere Enkel und Urenkel, dass wir jetzt beginnen, die Energiewende voranzutreiben. Und ich merke auch, dass es geht, wenn man will. Der Haken am Care-Diesel? Die Menge an Abfallfetten ist begrenzt. Roland Weissert sucht deshalb in der Region nach weiteren umweltfreundlichen Kraftstoffen. Seine erste Station, das Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Hier dient Stroh als mögliche Grundlage, um Kraftstoffe komplett synthetisch herzustellen. Es müssen also keine Pflanzen extra angebaut werden. Der pflanzliche Rohstoff wird von Bauern aus der Region als Abfall aus der Landwirtschaft angeliefert. Das Stroh wird zunächst klein gehäckselt und dann durch Erhitzung und Luftausschluss in eine Art Bio-Rohöl umgewandelt. Das Bio-Rohöl ist wie fossiles Erdöl die Grundlage für Kraftstoffe. Der Unterschied, diese Masse hier ist CO2-neutral. Und wir können eben Reststoffe aus der Landwirtschaft und aus der Forstwirtschaft, aber auch aus der Industrie verwenden. Also wenn zum Beispiel ein Möbelhaus, wenn die Holzreste haben, die kann man dann auch zu Kraftstoff verwenden. Die Kunststoffreste, die können alle mitverwertet werden. Und so kommen wir dann näher an eine Kreislaufwirtschaft. Am Ende steht CO2-neutraler synthetischer Diesel und auch Benzin. In der Pilotanlage der Karlsruher Forscher funktioniert das heute schon. Eine wirkliche Alternative? Chemisch kann ich den genauso herstellen, wie heute unser Benzin und unser Diesel aussieht. Mit natürlich höherem Aufwand, also auch höheren Kosten. Aber ich kann eben dadurch direkt auch den CO2-Fußabdruck unseres Verkehrs dann reduzieren. Allerdings wäre der saubere Kraftstoff dann 2- bis 3-mal so teuer wie fossiler Diesel heute. Für Roland Weissert ist entscheidend, für wie viel Geld er den umweltfreundlichen Kraftstoff seinen Kunden anbieten kann. Mit steuerlichen Subventionen könnte er durchaus mit fossilen Kraftstoffen konkurrieren. Wir begleiten ihn weiter nach Kaiserslautern. Dort können Forscher emissionsfreien Diesel herstellen, keine Stickoxide also. Professor Hans Hasse und sein Team arbeiten seit 10 Jahren an Oxymethylenether, kurz OME. Das Besondere? Die Wissenschaftler der TU Kaiserslautern fügen dem Diesel Sauerstoff in seine Molekülstruktur hinzu. Dadurch bekommt der Diesel ganz besondere Eigenschaften. Ja, es gibt verschiedene Vorteile. Also zum einen anwendungsseitig die niedrigen Emissionen, kein Problem mit Ruß, kein Problem mit NOx. Aber auch von der Herstellseite haben wir große Vorteile, weil wir können das OME herstellen aus fast beliebigen Rohstoffen, aus nachwachsenden Rohstoffen, im Prinzip auch aus Kohlendioxid. Die Forscher wollen Roland Weissert zeigen, wie sauber ihr OME-Kraftstoff verbrennt. In der linken Schale ist gewöhnlicher Diesel, in der rechten OME. Der Diesel rußt, das OME nicht. Wenn wir jetzt das Ganze noch abdecken, sehen wir halt links beim Diesel, dass alles direkt vollqualmt und verrußt. Wenn wir rechts abdecken, sieht man nur ein bisschen Nebel, also quasi nur Wasserdampf. Der saubere Kraftstoff funktioniert bereits heute schon. Das zeigt Professor Hans Hasse mit diesem Dieselauto. Sogar ganz alte Dieselmotoren können mit OME ohne Abgasnachbehandlung die Euro 6-Norm erreichen. Der Haken? Die Reichweite mit OME beträgt nur noch 60%. Die Leistung ist niedriger als bei gewöhnlichem Diesel. Deshalb sollte die Motorsteuerung dem neuen Kraftstoff angepasst werden. Das sind aber ganz, ganz kleine Eingriffe.
Das ist ja das Tolle an dem OME, dass wir an den Fahrzeugen praktisch nichts machen müssen. Und vor allen Dingen ist fast noch wichtiger, wir können die gesamte Tankstelleninfrastruktur weiter nutzen. In Europa ist OME noch nicht aus dem Labor herausgekommen. Es gibt keine Großanlage, die OME produziert. Die Forscher der TU Kaiserslautern sind zwar technisch soweit, haben aber noch keinen Investor gefunden. Nicht nur für Roland Weisert ist das größte Hindernis der synthetischen Kraftstoffe, es gibt kaum industrielle Anlagen. Die Mengen, die man brauchen würde, um den fossilen Diesel zu ersetzen, die langt es natürlich bei weitem nicht. Und da brauchen wir viele Lösungsmöglichkeiten, um tatsächlich eine Energiewende im Mobilitätsbereich, im Kraftstoffbereich hinzubekommen. Doch womöglich sind die synthetischen Kraftstoffe ein Baustein der Mobilitätswende. Dafür aber müssen sie nun den Weg aus den Pilotanlagen in die Praxis finden.